Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4 auf unserem Community-Server. Wie gestern einige festgestellt haben auf Sarik seinem Kanal, unsere Base wurde geraidet, das zweite Mal von den Phantom Warrior. Ich war leider wieder nicht da, ne? Gruß an Valhalla, ne? Das nächste Mal sagst du mir Bescheid, dass ich zumindest online bin. Ist aber halb so schlimm. Wir haben uns da so ein kleines bisschen bekämpft. Übrigens, das Video ist jetzt da oben eingeblendet. Könnt ihr bei Sari mal reingucken, könnt ihr euch das mal anschauen. Es sind sehr viele Tiere gestorben von beiden Seiten und... Habt ihr das auch gerade gesehen? Auf jeden Fall. Dem Tribe hat es eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Ich habe auch noch mit den Phantom Warrior geschrieben. War eigentlich ganz cool gewesen. Beide Seiten, ja, haben viel eingesteckt und... Es ist halt immer doof, ne? Weil bei mir ist es so, ich komme immer so gegen 11 Uhr online und da war das Ding schon durch. Aber, was ich danach richtig kacke fand, jetzt das hat es nichts mit dem Phantom Warrior zu tun. In der Zeit, wo zum Beispiel unsere Base geraidet wurde, gab es einen Cheater, nicht von den Phantom Warriors, gab es einen Cheater, der unter der Basis von den Phantom Warriors war und Tiere abgeschossen hat, Wände zerstört hat. Übrigens, Sari hat das noch nach der Aufnahme abdokumentiert. Er ist dann rumgeflogen und hat in die Wände reingeschaut, weil derjenige hatte den Ghost-Mode angemacht, ist unter die Map gegangen und hat von unten die Phantom Warriors beschossen. Erstmal hier noch ein paar Bilder eingeblendet und an diesen Cheater. Du bist ein scheiß Spielverderber, weißt du das? Ihr habt jetzt bestimmt den Titel schon gesehen. Heute ist ein Raid. Der Offline-Schutz ist aus und es wird sozusagen der letzte Raid auf dem Server sein, denn ich habe ja schon vorhin gemerkt, wenn Aberration rauskommt am 12. wird unser Server auch ein Aberration-Server werden. Wie man natürlich draufkommt, alles in unserem Discord, wo unser Discord ist, habe ich schon tausendmal gesagt. Dort ist das Passwort und dort ist dann auch die ganzen Angaben, wie man dann draufkommt, in den News-Bereich natürlich. Und wenn wir einen Aberration-Server haben, fangen sozusagen alle bei Null an und es kann eigentlich richtig abgehen. Also... Das wird dann ein PvP-Server und ja, ich habe gerade eine Party-Einladung. Es wird dann ein PvP-Server ohne Raid-Schutz, ohne alles. Das heißt, die Leute kommen von null drauf und dann kann sich keiner mal beschweren, dass er auf der Fresse kriegt, ne? Ganz normal. Also es ist immer schade, wenn ich nicht dabei war. Ich weiß, wir haben fast alles verloren. Wir haben wirklich fast alles verloren, aber durch einen Cheater, der hat ja nicht nur die Phantom Warrior angegriffen, der hat auch unsere Base einmal komplett zerstört. Der hatte C4 unten unter die Base angebracht und hat einmal auf den Startknopf gedrückt. Hier mal ein kleiner Screenshot, den die Zwiebel gemacht hat. War schon ein bisschen kacke. Ja? Gut. Das Ding ist, wir hatten den Server denn, den anderen gesprochen, mit dem Two-Face. Und natürlich habe ich das auch Valhalla geschrieben, also die Leiter von dem anderen Tribe. Und hatten uns dann entschlossen, durch diesen Cheater wieder... Bevor dieser Cheater angefangen hat, die Sache zurückzusetzen. Ihr wundert euch, warum stehe ich jetzt hier mitten in der Pampa? Ich logge mich immer woanders aus, dass mich hier keiner irgendwie meine Socken klaut. Ja. Viele haben ja noch geschrieben, ich habe es auf Discord gelesen, habe es in den Kommentaren gelesen. Die Ark Knights töten wahllos Spieler. Ich weiß Amok Zwiebel auch und die Phantom Warrior auch. Und wir hatten die Ark Knights mal angeschrieben, alles drum und dran. Und haben gefragt, könnt ihr jetzt mal, jetzt ist es gerade... 22.30 Uhr, könnt ihr so gegen 11 mal online sein. Wir wollen heute mal ein bisschen Action. Also, nicht, dass das jetzt, ihr seht das vielleicht so, das ist jetzt ein Raid, ihr macht das alles nur kaputt. Nein, wir haben diesen Raid sogar vorher angekündigt. Also, wir haben gesagt, heute ist was los. Also, das ist nicht so unfair, ihr macht das alles kaputt, alles drum und dran, das ist doch voll scheiße. Nein, es ist ein geplanter Raid. Die anderen wissen, dass wir kommen. Und ja, ich gehe jetzt in eine Party zu den anderen und mal schauen, wie die Sache ausgeht. Viel Spaß. Ja, du hast ja nur einen Schuss. Haben wir eigentlich noch unseren Gabriel? Lebt Gabriel noch? Mhm. Ja, Gabriel müsste noch leben. Ey, wer baut denn hier den Teleporter direkt vors Tor? Ich muss hier durch, ey. Was? Dieser Heiliger durch! Nimm das andere Tor. Das Witzige ist jetzt, es arbeiten die größten Serverfeinde zusammen hier, ne? Nur ein bisschen Spaß zu haben. Nein, wir sind keine Feinde. Wir waren nur die Einzigen, die Spaß gemacht haben. Naja, na gut, das ist ein bisschen Geplänkel da. Wir sind Feinde. Wir sind Feinde. Die nicht beste Feinde halt. Aus ja, Feinden genau, können Verbündete Och, werden. Mann, und hier stehen die ganzen Drecksleute. Aber wir hassen euch einfach nur. Wir hassen euch so sehr. Deshalb bedanke ich euch auch immer, dass ihr ein bisschen Action hattet. Hat irgendeiner von uns noch Tech-Rüstung?
Du! Bin ich jetzt der Einzige? Ja, nee. Ist klar. Ja. Wie viele seid ihr bei den Warriors? Fünf. Danke Nein, sehr. Vier. Wir sind zu vier. Also vier jetzt online. Jetzt. Und wir sind... Vier. Also, auf vier. Vier. Also sozusagen ja. ein ganzer Ach, Tribe. Okay. Acht gegen zwei nur, oder? Ist noch. Ja, geht ja. Ja, wobei, wenn die auch jetzt voll sind, wenn die halt nur gesagt haben, dass sie zu zweit sind, wie viel sind die? Fünf Leute? Normalerweise waren die sieben Leute im Tribe. Auch? Der Tribe okay. war da komplett voll. Und ich glaube nicht, dass so... Und die haben alle geschrieben, dass sie beim letzten Kampf dabei sein werden. Na, ich hoff's doch mal. Okay. Zwiebel, haben wir noch irgendwo Element rumliegen? Ja, guck mal in dein Tor. Musst du mir sagen, nein. oder in die Wollmilchsau. Guck mal in dein Ich weiß Welt. Das. Nein. Das müsst ihr mit. Das müssen wir. Ja, ah, gut, wunderbar. In deinem Schrank. So. Dann nehme ich mir noch. Ich pack das erstmal alles rüber. Ich habe sogar noch eine Turret in der Tasche. Also, an Element dürfte es nicht mangeln. Das haben unsere Kollegen da von den Phantoms noch genügend. Ja, ja. Unser Element, weißt du ja, ne? Unser Element. Nein, euer Element haben wir nicht. Das wurde doch zurückgesetzt. Ach so, ja, stimmt ja. Wurde doch zurückgesetzt. Aus dem ersten war nichts mehr, ne? Da war nichts. Aus dem ersten waren es 20 oder 30 Elemente, die wir da rausgeholt haben. Ah, die sind natürlich. Das, was in eurem Replicator war, da war ja nicht viel drin. Hm. Okay. Wir machen die Seite auf. Hast du deinen neuen Namen mitgekriegt, Zwiebel? Ja, die Tech-Assi-Zwiebel, ja. Ja, die Community hat dich zur Tech-Assi-Zwiebel getauft. Kein Nord, du bist ein Assi, was bist noch was? Ich bin ja ganz übelste, bin ich. Am besten fand ich das ja. hier, das eine Kommentar. Wie war das gewesen? Ich mag Zwiebel, auch wenn er ein Assi ist. Ja, weil er so ein Assi ist. Ja, stimmt. Ich mag Zwiebel, weil er so ein Assi ist. Ich glaub, ja, Gruß an Sören. Der, ich glaube, der war's. Ja. Das ist eine Sache der Giga. Da kommt die Kavallerie. Hallo, Freunde. Uhu. Kann man an den Bronto kurz wegfahren? Gibt das überhaupt Schaden da drin? Ich sehe gar nichts. Ah, da komm. Oder komm schnell. Ah. Oh nein, ey, nicht schon. Oh, diese Rechse. Lass sie, Daphne, die brauchen wir nicht. Ja, ich glaube, Daphne ist mit denen schon in der Walachei irgendwo. Nein, ich bin noch nicht mal in der Base raus. Nee, lass sie. Zeig sie ab, brauchen wir nicht. Waren wir nicht, ja. Wo ist der Charakter? Hier oben. Zwiebel, hast du schon Tara mitgenommen oder noch nicht? Ne, ich habe oben über deren Base habe ich den Respawn-Punkt aufgebaut. So, jetzt habe ich ihn. Ich gar nicht bei Hölle. Läuft. Oben bei dem Drachen. Ach, oben bei der Wurst. Ja, was hinterher. Okay. Weil du sagtest, du weißt nicht, ob du durchkommst. Ach so, doch nicht. Ich pack den Charakter jetzt noch Ersatzrüstung rein. Wow. Was machst du denn? Ich wollte gucken, wo die Turrets sind. Aber schnell. Warum nicht? Die haben meine C4-Ladung weggemacht. Die sprengt. Das Tor sprengt nicht. Ich brauche mein Zeug da unten noch. Wie mache ich das jetzt am besten? Ja. Kommt mal. Da kommen sie ja oben alle. Ja. Jetzt geht's. Hallo, Rex. So. Also, jetzt kann es langsam losgehen. Sind die Gigas auf passiv, dass sie nicht da rein? Ja. So, die Golems rennen da rein. Ja. Passiv. Piper passiv einmal, dass die erstmal rauskommen, dass wir uns draufsetzen können. Georg sitzt schon auf dem ersten. Nicht. Nee, der hat meinen Rocky. Flauschi! Georg hat meinen Rocky! Ja, das Georg nimmt den an. Nimm den anderen. Er zuckt davor ein wenig. Ist tot. Wo ist er? Der Jusche ist als erstes reingerannt, der ist schon platt. Ey, greif ihn mal. Auf die Folge. Komm. Ich lass sie gerade vorbei. Wo seid ihr? Auf der anderen Seite Zwiebel. Ich greife den Drachen an.
Auf der anderen Seite, okay, den Parasail habe ich jetzt auf die Seite hier geparkt. Okay, lass ihn mal dort. Wir sind da auf uns sind auf Bart, warte. Ich habe 14.000 Schaden gemacht. 37. Was mache ich? 36. Ich glaube, ich stehe jetzt quasi genau an der anderen Seite bei denen am Tor. Okay, lass mal da. Ah, das ruckelt wie Bolle, ne? So. So, der erste ist weg. So, ich mach weiter. Die füllen wahrscheinlich immer da oben immer nach. Da steht immer einer hinter und fühlt. Geht der schon jetzt über 2 Stunden die Aufnahme? Aua. Und dann muss er sich das hinterher nochmal reinschneiden. Ja, komplett. Aber normal, sie müssten langsam mal hier gut sein, die Tools. Lass reingehen. Na, ich muss aber mal dann tauschen, einmal ist der halbes Leben weg. Ja, ich bin auf der anderen Seite, ich habe die Tür aufgesprengt, ich baller jetzt die Turret Wyvern hier weg. Warte, da geh mal ein bisschen zur Seite, dass ich auch mitmachen kann. Wenn nicht, wieder irgendein Turret davor ist und die Rakete wegschießt, dann dürfte das gehen. Alles oder? Leer. Ist alles leer. Bringt gar nichts. Ah. Jetzt ist mir mal Raketenwerfer alle hier. Jetzt. Ja, ich kann nur den Eiswalbern da unten. Ein Tickblitz hat's noch. Dani, hast du die gerade geschickt, die Rakete? Ne. Raketen hat's noch einen Tickblitz drin, war. Ja, mein Raketenwerfer ist gerade kaputt gegangen, deswegen. Es leckt übel. Raketen hat's drin, aber Werfer. C4 hat's 43 Stück. Ja, ich komm runter. Dann schmeiß jetzt C4 runter. Warte. Ich mach hier vorne mal weg, ich komm zu euch. So. Ich hab jetzt C4, was soll ich hier wegmachen? Die erstmal hier die Stacheln, oder? Ja, ich keine Ahnung, wenn wir rauslässt. Der Ratsraum, ne. Weiß einer von euch, ob Schwefel und Golem schneller halt als Steine? Ne, kann ich dir leider nicht sagen. Ich hatte 56 dabei, probier's mal. Wo bist du? Ich geh da oben, Tickblitz. Wir sind auf der Seite von Amak. Ja, ist denn das gerade? Bist du das? Ja. Ja. Ich mach grad. Alter! Warte, wann war jetzt? Wir haben das Tor aufgemacht. Erzähl mal. Oh oh. Wir haben das Tor aufgemacht. Hallo. Rein oder nicht rein? Rein. Du sowieso. Da sind aber noch ein Haufen Tourists drin, ne? Okay, gut, klar. Ja, dann schick den runter als erstes. Ja, wir brauchen. Bist du jetzt gestorben, Walle? Ich will danach mal kurz Henrik ein, dann kann der wenigstens hier helfen von jetzt, wenn er eh online ist. Wir machen noch Platz eben. Sag's mit dem Brunnen mal rum. Wenn ich näher rankomme, gehen die Tourists vorne los, sonst würde ich hier den Eingang noch wegsprengen. Dann in meinen 35 Schuss ganz. Aber guck mal, was hier im Vieh noch drin ist. Aber die wollen noch Tourists stehen. Was ist denn da für ein kleines Blattwurz, Mann? Oh, die Blattwurz geht jetzt ab. Achtung. Oh oh, oh oh. Was? Oh oh. Was war denn das jetzt? Das ist ein Quetz. Oh, ich bin tot. Alter, wie das leckt. Oh nein, Mann. Tickblitz ist immer scheiße, Mann. Alter, was? Boah, es leckt. Das ist aber ekelhaft, dass es so ruckelt, ne? Alter. Ja. Alter. Mach mal deine Quetz da unten weg. Ich hab noch 20 Sekunden. Welche vom scheiß Schwein gefressen? Ich glaub's ja nicht. Nee, das war ein Turbo. Das war ja voll Gas. Wo ist der Wechseln? Ich glaub, die Gabriel hat mir da rausgelassen, aber. Ich glaub's ja nicht. Egal. Nein! Hat nach! Scheiße, die waren da. Oh, ja. Gott, ey! Wurdest du jetzt echt von dem Schwein getötet? Das war ein gewaltiger Schwein.
Ja? Kannst du mal eben Prinzessin Rotzi Betten geben, die du gesagt hast? Die waren im Tickblitz drin. Und der ist im Arsch. Also, da hat's keine mehr. Ja. Ach du Scheiße. Mhm. Ich bin wieder da. Irgendwie war ich rausgeflogen. Hallo. Ja. Auf einmal war er weg. Und ich sehe. Hier kommst du wieder? Ja, ich hoffe. Da fliegt ein Wyvern. Genau der Blitz-Wyvern, der jetzt da fliegt. Der muss mal runterkommen zum Wasserfall. Links rum, links rum. Links, ja, ja, noch ein bisschen weiter links, links, links. Unten im Wasser stehe ich. Und dann grab mich mal bitte. Ja, warte, hier, ich bin im Wasser. Hier. Unten, rechts von dir. Two-Face. Ja, jetzt quasi vor dir. Ich schwimme hier unten im Wasser. Mann, jetzt bugge ich hier zwischen den scheiß Rex und Fels. Pass mich. Nur zum Parasail zurück, bitte. Kommst du mal bitte wieder her, hier? Wenn du irgendwo hier in der Nähe bist. Ja, ich bin hier ist auch gut, danke. Ich bin hinten bei unserem Eishöhleneingang. Ich wollte an meinen Loot, der da im Weg ist, wo ich nicht drankomme. Ja. Scheiße. Ja, die, das Turret-Ding da unten nervt ein bisschen. Ich hab da mal eine Idee. Ja, müsst denn, ja, Raffne, ich hab deinen Loot. Ah, ja. So, wo ist jetzt Turret? Ich muss mir mal irgendwie Green Devil ausleihen. Cloud. Hey, was ist denn das? Was? Ja, ich sag, ich muss mir eben den Green Devil ausleihen. Okay, lass ihn nochmal bitte am Leben, da ist mein Zeug drin. Ja, ich muss nur kurz zurück zur Base und mal was Mobiles holen hier. Das ist zu wenig, was wir da auffahren für das, was wir da vor uns haben. Der Quetz kommt raus. Nimm mal noch was mit. Der Horror-Quetz, mein Gott, ja. Soll ich mit dem Giga drauf? Ja, aber vorsichtig. Ja. Ja, ich kümmere mich eben um den Quetz. Ich habe Metallpfeile und einen Bogen, der macht 1200 Schaden. Ich muss nur einen Winkel finden, wo ich den... Genau, Gott, da kommen noch ein paar andere von uns. Da, ist noch, da steht noch ein Drache von euch. Ja, meiner. Ja, seht zu, sonst sind unsere Tiere sofort alle tot. Also der Quetz ist weg. Alter, was der Quetz ist tot. Der Quetz ist tot. Da fliegt noch ein Quetz. Von denen. Oder ist das euer mit Blumen? Nö. Ja, das ist eine zweite Quetz. Wir haben die zweite Quetz. Auf jeden Fall, auf dem Quetzel saß wohl keiner drauf. Den haben die wohl nur auf aggressiv gepfiffen. Ja. Guck mal nach dem Loot von Thor eben schnell, da hat die Straße drin. Ey, verdammt. Kann mal einer Gabriel da aus dem Tor wieder zurückpfeifen? Komm ja bloß nicht so nah ans Tor ran, weil da oben so ein fetter Quetz rumwurschelt. Ja, ich weiß, aber das, da kannst du dich draufsetzen auf Gabriel Cloud. Das ist der Text drauf. Und Ding drin. Und ich, Element. Ich komm da nicht bis ran. Das ist das Problem. Jetzt bin ich schon wieder tot. Ich komm nicht hin. Ach verdammt. Weil der Quetz da immer rumschwirrt.